So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Diesmal. Ja. Genau, diesmal sind wir zurück hier in der Burg. Allerdings würde ich gerne die anderen Schilferstellen nochmal angucken. Und zwar müssen wir nochmal zu links der Schilferstelle und rechts. Mir waren da ja noch nicht wirklich. Wir haben einen Lernpunkt. Das ist soweit okay. Gut. Ich würde jetzt gerne erstmal nach links in die Schürferstelle rein. Einfach nur, um zu gucken, was da so abgeht. Was haben wir denn hier? Tengas Ring. Ach so, Tengorans Ring. Die eine haben wir besucht. Den Diego haben wir getroffen. Der andere ist noch unterwegs. Das bedeutet, eine müssen wir noch machen. Ich mache mal das Mikrofon noch ein bisschen lauter, aber nur ein kleines bisschen. Jo. Wir gehen jetzt zurück. Ja, der Greenscreen spinnt ein bisschen, aber ein bisschen Sonne muss ich reinlassen, sonst werde ich ein komplettes Killerkind und wird irgendwann fett und bäh und pfui und pipapo. Deswegen. Wir werden ausharren. Tengron hat mir einen Ring gegeben. Den soll ich Uda in der. Den ich Uda in der Burg übergeben soll. Uda, Uda. Wo ist denn Uda? Ritter, Ritter. Gerand. Garon, Entschuldigung. Das ist der Koch. Stimmt, Uda war der. Hätten wir da billiger rankommen können? Nee, das ist Gerold. Kann auch sein, dass Uda einer von den beiden da vorne ist. Von mir erfährt keiner was. Ja, das ist ja gut, wenn von dir keiner was erfährt. Ich kann es nicht glauben. Tandor, das ist ein Ritter. Das ist ein Ritter. Das ist Uda. Hey, du. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn dich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos Will wird er das. So Innos Will. Super. Gut. Ich würde mir trotzdem gerne jetzt die zwei Dingsbums in Angriff nehmen. Erstmal nicht vergessen, den Timer zu stellen, sonst werde ich viel zu lange hier rumeiern. So, jetzt will ich mal gucken, was am nächsten ist. Ich glaube, ich würde nach links gehen zu der Schiffstelle da hinten. Dann haben wir die auch fertig. Ah, ich hätte pennen sollen. Ja, passt schon. Nehme ich mal so ein Ding. Was haben wir denn? 52 Mana, das ist okay. Da kann ich eigentlich schon diese Teile trinken. Ich weiß nicht, ob ich den Ring beim letzten Mal schon komplett ausgemerzt habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Endlich mal eine neue Kappe gekauft. Oh je, das ist ja grausam. Ich ohne Kappe, das geht gar nicht. Gibt es hier irgendwo ein Bett? In den Dingern gibt es nämlich auch Betten. Ah, da sind noch ein paar Ork-Krieger. Dann würde ich gerne mal speichern. Stream-Projekt, das ist eigentlich das Let's Play. Das Stream-Projekt habe ich schon lange nicht mehr gehabt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich machen möchte. So, darf ich nicht vergessen. Da war ja was, ne? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die irgendwie einzeln.
sind halt wirklich nur Krieger, ne? Ja, klar, einen Schritt zu viel, schon kommen gleich alle. Na, ich probier's mal. Ja, komm her. Ja, das geht doch. So, dann haben wir die beiden schon mal fertig. Das ist doch schon mal super duper. Wunderbar, wunderbar. Oh, wie wunderschön. Leichte Wunden heilen. Drei Kronstöcke. Ich bin am überlegen, ob ich die in Mana-Punkte rein investiere. Das mit dem Ruckeln kriege ich leider nicht anders dahin. Erstens spinnt mein OBS-Studio. Das bedeutet, ich kann Gothic 2 mit entweder dunkel mit Shadowplay aufnehmen. Nee, drei Stück kannst du vergessen. Oder ich nehme es im Fenstermodus auf. Allerdings im Fenstermodus gibt es Probleme mit Zaubern. Schön, dass ich den treffe und dass es den nicht interessiert. Okay, blöd gelaufen. Jetzt will ich mal gucken. Rapier, Geschick 50. Ich würde gerne ein bisschen mehr in Stärke investieren. Waldbeere! Heilkraut! Yay! Wenn da keine Orgelite dabei wäre, wäre das überhaupt gar kein Problem. Ihr versteht. Na super, die Orgelite ist solo. Mehr wollte ich doch gar nicht. Nein! Nee, die Orgel, das ist unglaublich, was die da hinlegt. Wo kam denn der Krieger auf einmal her? Skinner hier. Gab es hier nicht irgendwo noch mal ein Bett oder so, wo ich nicht mal hinlegen konnte? Außerhalb von der Burg, dass ich nicht immer die Rüstung umziehen muss.
Ich hab nämlich ja. Ach komm, ist egal. Das war schon wieder so ein knappes Ding. Ich muss es irgendwie schaffen. Zwei Orks habe ich ja schon fertig gemacht. Hier gibt es ziemlich viele Sternschnuppen. Das sind jetzt schon drei Stück, die ich gesehen habe. Eigentlich sehr schön, muss man ganz ehrlich sagen. Hat schon was. No, ist doch doof. Ich dachte, der steht weit genug von dem weg. Das bringt nichts. Okay, dann muss ich das irgendwie anders da machen. Dann muss ich gucken, dass ich einen anderen Krieger vielleicht irgendwie erstmal trigger. Ich weiß, dass es hier noch einen gibt. Okay, das ist nur einer. So, der ist schon mal hinüber. Ich darf nicht zu nah an die Burgmauer, sonst werden die nämlich sauer auf mich. Weil ich immer noch die Banditenrüstung trage. Solange es nur drei Orks, weiß ich nicht. Na, hier nicht. So nix. Ich kann mich nicht fokussieren. Scheiße. Aber drei Stück, dass da noch so viele drin stecken, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ups. Ja, komm, ist egal. Ein Licht kann man mal machen. Erstmal ein bisschen essen.
natürlich ganz schön tricky mit denen. Perfekt, das ist nur der eine Krieger. Na komm her. Na gut, er hat mich jetzt erwischt, das macht aber nichts. Hoffentlich ist das jetzt... Ja, super! Perfekt, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Super, das lief doch sehr, sehr gut. Besser als gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Keine Ahnung, warum es jetzt klappt, aber na gut, dann nehme ich das einfach mal so, wie es ist. Ja, wo kommen die denn auf einmal her? Ist klar. Doch mehr als gedacht. Ich kann es aber Gift drauf nehmen, dass ich mich hier verpisse. Das ist doch nur mit Schiffstelle Nummer 2, war es aber nicht mit beiden. Na super, und ich habe mir natürlich den schwersten Weg ausgesucht. Ich meine, wenn es nur die zwei Krieger wären, wäre das überhaupt gar kein Problem. Aber das ist ja das Problem. Es sind ja, leider ist da noch eine Elite dabei. Jetzt lasse ich die erstmal ein bisschen laufen. Ja, ist klar, ich habe mich kein Stück bewegt, aber ihr seht mich trotzdem, ne? Nee, die laufen über den Baum, okay. Kann die nirgends triggern, dass sie stehen bleiben. Schade, schade, schade. Gut, dann ist das halt so. Dann muss ich das irgendwie in andersweitig. Obwohl, warte mal. Verwandlung Drachensnapper, Verwandlung Schattenläufer, nee. Windfaust kann ich nicht irgendwie. Ein Golem bringt. Sorry, aber ein Golem bringt gar nichts. Eisblock wäre natürlich ganz nett, ne? Wenn ich die Elite einfriere, müsste ich eigentlich genug Zeit haben, um die anderen beiden zu klatschen.
Der muss halt sitzen. Ja, hat natürlich nicht getroffen. Es war so klar. Na komm schon, lauf weg. Schön, dass die anderen beiden direkt mit aggressiv werden. Perfekt. Gut, jetzt muss ich nur gucken, dass ich den anderen so ein bisschen Akku kriege, bevor der zum anderen zurückläuft. Ganz schön fix unterwegs, der Kerl. Ne, dann lasse ich das mal so. Dann würde ich gerne den Krieger, der da ist, mal ein bisschen Akku ziehen, wenn es geht. Perfekt. Ist das nur die Elite? Das wäre wunderbar. Oh, super. Ich habe gewusst, dass es auch irgendwie ohne geht. Super, das war ganz gut. So, jetzt will ich aber noch mal ein bisschen was zu essen essen. Nein! Ich hab doch... Na, das wollte ich so eigentlich... Ja gut, ist egal. Dann ist das also natürlich auch noch das gute Elixier. Yay! Naja, blöd gelaufen. Kann man nichts machen. Dann ist das so, ne? So, Käse brauche ich allerdings. Noch ein bisschen. Ja, speichere ich trotzdem. Kann man, ist halt ärgerlich, aber naja gut, immerhin haben wir dann dafür 57 Mana anstatt 52. Ist ja auch nicht so tragisch. So, der Schamane kann mich nicht treffen, das bedeutet, er muss nah rankommen.
Tja, blöd gescriptet, Charmy, ne? Na komm her. Okay, hier gibt's sonst nichts mehr. Hier ist noch ein Trank. Ein Wargfell, ein Trank, ein Wargfell. Oh, schade, ich dachte, da wäre ein Bett oder so übrig. Die Wagen sind so stark wie Orks. Zumindest von den XP geben die genauso viel. Geht. Dafür ist es noch nicht Zeit. So, ich bin hier noch nicht fertig. Hier war ich auch schon. Ich zeige euch jetzt mal, wofür ich den Käse brauche. Da ist nichts zu holen. Nerv nicht, du Lurker. Hier war nämlich die Stelle, wo sich die Jungs immer getroffen haben. Diego, Milton und Gorn. Okay, die sind ja echt Pipifax Sumpfkraut. Yay, yeah, da können wir uns wieder berauschen. Hier sitzen nämlich zwei Landstreicher. Ne, Landstreicher nicht, sondern, keine Ahnung, Jäger oder was weiß ich, was das ist. Keine Angst, ich tue euch nichts. Ich sehe auch nicht böse aus. Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tue das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engron. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Ah, super, danke. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich habe mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut.
Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Na, reicht erstmal, wir sind ja kein Jäger. Hey, du. Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Es wird nicht unbedingt besser. So, dann mach ich hier mal einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Macht's gut, Leute.